Wir gönnen uns nochmal Stufe 9 und wir fangen mit einem richtig nicen Relikt an. Steine mit mehr Damage ist eines der besten Early Game Relikte, was heißt Early Game, aber Startrelikte, die man haben kann, weil easy. So, und was machen wir? Wir machen erstmal den Standard, ich sammle einfach Geld, mache meinen Sound ein bisschen lauter, für euch bleibt er genauso laut wie vorher. Und dann schauen wir mal rein. Was so passiert. Ich habe auf jeden Fall auch noch Bock, ein paar mehr Custom Runs zu machen. Wenn wir denn dazu kommen. Ne, noch haben wir relativ viel Obra Gathering Content, den wir bei Bedarf noch machen können. Ne, und es gibt auch noch ein paar Synergien, die wir noch nicht ausprobiert haben, noch nicht gebaut haben. Und da will man natürlich auch mal reingucken. Ne? So, jetzt müssen wir aber auch mal langsam uns ranhalten. Ich hätte gedacht, der fällt vielleicht etwas links rüber, aber hey. Ne, weil ich will ungern irgendwie den ersten und ein, zwei Runden schon groß HP verlieren. Er hätte aber auch nicht noch extra eintreffen können, ne? Naja. Naja, lassen wir es so. Ach, komme nicht an den Refresher an der Ecke ran. Wäre nett gewesen, hätte er den Crit getroffen. Bin ich ehrlich. So kassieren wir halt jetzt zweimal Damage. Das ist ja nix. 6 Damage. I mean, damit kommen wir klar. Wir haben fast das ganze Geld. 1, 2, 3 haben wir nicht eingesammelt. Hey. So. Der Hamm-Orb ist ganz okay für spätere Level. Der Speer aber auch nicht schlecht, oder? Hier, wir gehen hier hin und holen uns den Shop. Das heißt aber auch, dass wir uns gar nichts kaufen können. Ne? Wir brauchen 50 für ein Relikt, 30, um Ding loszuwerden. Ich meine, im Shop sind im Zweifel auch noch Bälle, falls es doch nicht. Hallo, würdest du wohl den Crit treffen beim nächsten Mal? Ich meine, das hat jetzt gereicht, aber. Also bitte. Wichtig sind hier unten die Dinge, weil da ist natürlich das Money drin. Deswegen spiele ich da mal auch direkt rein. Und mach den hier links auch auf. Na, ein bisschen auf Money gehen ist natürlich. Ja, es verbraucht etwas mehr HP. Über den Long Run im Zweifel. Weil wir weniger Sachen treffen. Ganz gut, dass er die Bombe nicht getroffen hat. Da unten noch ein bisschen. Ja, wirklich viel mehr Geld wird das hier auch nicht, ne? Oh doch, ein bisschen noch. Weiter. Ja gut, das reicht jetzt nicht ganz. Ja, Kämpfe beginnen mit extra 5 Gold. Der wäre ganz gut, aber ich gehe mal auf das Geld. So, und okay. Ja, ist eigentlich egal, ne? Dann nehme ich lieber den Elite mit. Für das extra Item. Und gut ist. Ach du Kacke. Ne, ich brauche auch mal eure Info so. Ja. Eure unbiased Meinung zu Socken. Ja, seid ihr so Menschen, die einfach Socken einfach nur tragen und gut ist? Oder seid ihr so Menschen, die sich so lustig aussehende Socken gerne holen oder auch extra Geld für hochqualitative Socken ausgeben? Bei extra Geld meine ich nicht mal 5 Euro für ein Paar anstatt 1 Euro, sondern so 20 Euro für ein Paar oder mehr. Denn ich betreibe hier natürlich Marktforschung für meine eigene Sockenkollektion. Ich wollte da ganz links hin. Ja, macht er auch. Ne, und dafür muss ich das natürlich wissen. So, jetzt sieht wir hier nochmal ein bisschen in die Mitte und dann ist auch gut mit dem Spielen. Dann gehen wir links ein bisschen auf den Crit, hätte ich gesagt, auf den Refresh. Aber das ist auch fein, dann stirbt er wenigstens. Ja, Refresh an einer richtig ungeilen Stelle.
Ja, müssen wir jetzt durch. Und einfach fressen, den Damage. Können wir ja nichts anderes gegen machen. Ne, manchmal ist das halt so. Ach komm, das ist... Ah, okay, never mind. Ist okay. Lass ich durchgehen. Ne, manchmal ist das halt so und wir müssen halt den Damage freshen. Verfreshen. Ne, aber wie gesagt, haut mal raus, was so euer Sockengame ist. Ich bin ja so ein teils. Ich habe günstige Socken. Einige. Und dann habe ich aber auch zwei, drei Paar richtig nice Socken. Ne, die ich mir dann für Silvester gönne. Nein, für eine Klarinette. Oder Echo. Oh, Eisrute ist verdammt nice, aber Echo ist auch nice. Eisrute. Ne, und dann habe ich halt meine guten Socken. Die halten auch schon seit Jahren. Also ich habe Socken, also Socken haben noch nie so lange gehalten bei mir wie die. Aber hey, alle Angriffe. Interesting, wenn wir noch eine Heal-Mechanik dazu hätten. Ja, will ich darauf gehen oder nicht? Klinge des Anfängers, ja. So viel Crits machen wir auch nicht, ne? Nehmen wir die Klinge mit. Ist ein solides Item. Ist ein solides Item. Ja, und natürlich auch Marktforschung für den Sockenmerch. Nein, natürlich nicht. Aber hey, vielleicht. So, sieh hinterm Wasserfall nach. Rauchpulver. Jo, nehme ich mit. Der Wasserfall könnte natürlich auch einen starken Gegner hinter sich haben, deswegen ist es immer ein bisschen Gamble, was man da mitnimmt. Aber ich gönne ihn mir. Stein rein, Stein raus. Nee. Okay. Links für. Orbelist wäre gar nicht schlecht gewesen bei meinem Bild. Während du nachdenkst, kannst du keinen Schaden von Angriff erleiden. Ja. Finde ich besser als den Käse. Der Käse macht zwar 20 Damage beim Nachladen, aber ich weiß nicht, ob ich auf ein Nachladebild gehen möchte. Ich weiß nicht, ob ich auf ein Nachladebild gehen möchte. Ich kriege alle guten Nachladesachen. Komm. Aktivieren wir auch das. Was heißt aktivieren? Aktualisieren wir auch das Brett, wenn wir nachladen. Normalerweise würde ich Max HP sagen, aber jetzt nehme ich lieber den Free Heal mit. Warum sind hier so viele Bomben? Ah, damit ich nicht zum Elite komme. Got it. Verbesser mir bitte einen Orb. Wir haben immer noch keinen Orb. Wollen wir mal so eine... Wir können auch mal eine Challenge draus machen und sagen, wir nehmen einfach keinen Orb mit. Weiß nicht, ob das schlau wäre. Aber, hey. Oh, die Eisrute. Oh, geil. Ich lieb sie ja jetzt schon. Was sollte das? Ich weiß es nicht. Ach nee, ich hab irgendwie zu viel HP, die ich hier verlieren kann. Machen wir den Bums schnell zu Ende, okay? Wir müssen heilen und wir müssen den Boss überleben. Boink. Heilen. Ey, zwei Gold. Zwei Gold. Ich nehme mir auch nochmal eine Pepsi. Ach, schön. Ah, ups, schon wieder Schluck auf. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Vorteil an der Eisroute natürlich. Wir treffen den Boy jetzt immer. Na, vorausgesetzt, es ist nur... Och, komm. Ist nur ein Gegner davor. Hm, ist okay. 60 Damage. So, und jetzt kann er gerne Bomben und alles Mögliche mal treffen. Nice. Kein Damage bekommen. Weil wir ein fucking Profi sind. So, jetzt mal hier so in die Ecke. Natürlich nice, wenn wir auch irgendwie mal gute Sachen treffen würden. Ich habe ja gehofft, dass wir die Bombe treffen. Weil es da hinten wird sonst sehr viel Schaden.
wo ich kein Fan von bin. Deswegen weg damit. Gut, das Nachladen ist sehr gut eigentlich, tatsächlich. Noch eine Bombe. Wie viel Damage macht der Junge eigentlich? 14, ja gut, das halten wir noch ein, zwei Mal durch. Viel Geld liegt natürlich noch rum, aber hey, vorbei. Nehmen wir einen Orb mit oder nicht? Hey, das Schwert ist halt einfach Garbage, ne? 6,9 ist actually not bad. Ich weiß es nicht. Was ist gut, was ist gut, was ist gut? Ach, wenn ich einen Dolch mitnehme, kann ich meinen Dolch auch upgraden. Das ist, glaube ich, effizienter. Alle Orbs haben Mobbit, aber das Brett enthält einen Refresh weniger. Ist egal, wir refreshen mit Reload. Wir haben jetzt keinen Refresh, aber alle Orbs haben Mobbit. Das heißt, wir fliegen durch und alles ist gut. Wir haben den Ballistenboss. Na, ihr seht, wenn ich durch die Dinger durchfliege, kriege ich auch immer noch mehr Geld. Oh, die Eisrute, so Zucker auf diesem Level, holy hell. Die muss ich öfter mitnehmen. Eisrute ist einfach OP, I mean. Zack. Und durch Schilde komme ich auch halt easy durch. Das heißt, jeder Schaden, den ich mache, ist direkter Treffer. Gut, jetzt fallen sie natürlich raus, die Bälle. Ja. Okay. Aber die machen beim Durchfall trotzdem Damage. Trotzdem sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich mir noch einen Refresh organisieren kann. Auf irgendeine Art und Weise. Zum Beispiel durch ihn hier. Nee. Den will ich gar nicht. Ich dachte, das ist der... Wo sind eigentlich die Shops? Halt was weiter weg, ne? Ach. Komm. Ich dachte, das ist der Orb, der Refresher spawnt. Ja, hier wollen wir eigentlich ein paar Refreshes aufbewahren. Aber wenn es nicht möglich ist, dann ist es halt nicht möglich, ne? Ah, nimm doch nicht alle Refreshes mit. Aber macht Damage, das ist gut. Joink. Kriegst du den Crit? Oh, nice. Oh, noch eine Bombe extra. Oh, noch eine Bombe. Nice. Ja, doch, es geht, es geht. Trotzdem würde ich mich besser fühlen, hätte ich einen Refresh. Also, die Map hatte jetzt welche, ja, aber einen richtigen Refresh. Nee, es ist schon wieder nicht der richtige. Gummiball ist eigentlich ganz lustig, aber ich gucke einfach mal, wie lange ich den Bums hier auf die Spitze treiben kann. Ah, da hätte ich noch Geld sammeln können. Den, ich nehme einfach keine Bälle mit Bums. Ist vielleicht ein bisschen stupid, das auf Orbageddon 9 zu machen. Aber hey, wenn wir smart wären, dann hätten wir auch schon lange Orbageddon geschafft. Ne, wir müssen auch mal ehrlich mit uns sein. Also ich muss ehrlich mit mir sein, weil ihr spielt das nicht, aber ihr guckt dazu, deswegen sage ich ihr. Versteht ihr? Ja, wir verstehen uns. Ja, das ist natürlich jetzt der Nachteil, ne? Hätte gerne gehabt, dass du den Crit triffst, aber egal. Hallo, ich bin nach dem Nachladen. Wollte gerade sagen hier, ey. Also wenn wir mal treffen, ist der Damage aber auch richtig nice. Wenn wir was treffen. Ne, das ist so aktuell das Problem. Das Treffen. Oh,
Ja, flieg halt nochmal da in die Ecke. So. Müsste jetzt ja mal reichen langsam. Spätestens den, wenn er einen netten Crit hat. Never mind. Warum spiele ich jetzt nicht safe? Ich weiß es doch auch nicht. Oh, jetzt trifft er einen Crit, natürlich. Arschloch. Für 45. Warum kriegen wir nur den Ordner und nie den richtigen? Mann. Gib mir das ufte Eier. Fragezeichen oder Geld? Fragezeichen. Die Alternative ist natürlich, wir werfen Steine weg. Ne, um öfter zu refreshen. Also hier wegwerfen und im Shop. Das ist natürlich auch eine Option. Nicht meine präferierte Option. Aber eine Option. Ja, natürlich absolut nicht dahin, wo ich hin wollte. Kannst du mal bitte in die Ecke da? Nice. Da ist nämlich noch Geld. Geld! So, und jetzt mach doch, was du willst. Na gut, der Crit ist an keiner geilen Stelle. Aber hey, wir machen ja trotzdem Damage. So ist ja nicht. Nee, auch nicht. Auch nicht. Er will mir einfach nicht das geben, was ich will. Ach, keine Feuerbälle. Arschloch. Hier ist halt einfach... Random Bullshit, go. Der Morbid-Part ist natürlich nice. Weil wir auch einen Bogenschützen dadurch ausschalten. Und wenn ich eins hasse, dann sind es Bogenschützen und meine Skills nicht das zu treffen, was ich treffen will. Ich muss das ja auch wieder drauf anlegen, ne? Ich kann auch nicht aufhören. Ich meine, der macht uns doch eh keinen Damage, ne? Also von daher. Nee. Ich gucke erst, was im Shop ist. Hups. Apfel, Den. Das ist aber auch gut. Das und das, ich will alles haben. Nämlich mehr Damage. Ein Orb raus. So. Machen wir das, okay? War das eine gute Entscheidung? I don't fucking know. Gehen wir links rum? Der Elite könnte das halt ficken, weil dann haben wir keinen direkten Heal mehr, obwohl wir haben müssen, könnten hier healen. Nach links. Tausend ein 1 HP. Ich muss sagen, kein Fan davon. Absolut kein Fan davon. Jo, wie viel Damage hat er da unten noch gemacht? Natürlich musste der überleben. Dadurch haben wir natürlich Damage des Todes in unsere Fresse bekommen. Durch den Reflekt. Alles oder Orb. Hm, nett. Noch links. Noch links. Ja, Bomben lassen auch andere Sachen explodieren. Nehmen wir mit.
Projektilangriffe haben überwältigen. Ja, aber die haben ja schon Durchdring 1, ne? Nee. Bauen wir lieber mehr Bomben. Ja, mein Freund. Wir werden hier beide keinen Spaß haben. Obwohl, vielleicht werde ich hier doch Spaß haben. Nur du nicht. Das ist actually ganz guter Damage, den ich hier raushaue. Also für ein Elite bist du halt echt mediocre. Och, die Morbid-Dinger zählen auch zu meinem Bomben-Counter mit. Das ist nice. Und dann müsste es hier gewesen sein. Noch ein Shop, ja. Kriege ich noch 40 zusammen? Dann kann ich einen Orb entfernen. Der ist für den Gegner jetzt super nice. Ah, ich will aber gar keinen Schaden nehmen eigentlich. Warte, habe ich jetzt den Heal übersprungen? Ich habe jetzt doch nicht den Heal übersprungen, oder? Scheiße. Ich habe den Heal übersprungen. Oh mein Gott. Ich habe den Kack-Heal übersprungen. Bitte einen Docked Orb? Nee. Ja, gut. Ach du Kacke. Wish me luck. Der hielt mich doch jetzt mit einem Schuss weg hier. Das ist nicht nice. Möchte immer in der Lage sein, im Zweifel nachzuladen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn ich nachlade, kann er mich nicht umbringen. Das ist jetzt meine Strategie. Einfach nachladen im Zweifel. Seht ihr? Seht ihr? Professionell. Den guten Orb wegwerfen? Ach, war das schlau? Nee, eigentlich nicht. Jetzt lade ich ja nach und dann... Ich glaube, das war dumm. Oder war das schlau? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das schlau oder dumm war. Ich weiß es nicht. Ah! Nachladen. Crit. Ja. Wir müssen nur noch 700 Damage machen. Nein, das war falsch, oder? Das war jetzt die falsche Reihenfolge. Nee? Okay. 100 Damage nur noch. Triff doch die Kackbombe! Nee, es ist egal, ich hab durchgestürzt. Ist das dumm? Ist das dumm? Weil das so dumm ist, mache ich auch weiter damit. Das ist nice. Wenn ich die verbinden könnte, ne? Aber er leidet für jeden 25 getroffenen Pack 3 Schaden. Das ist zu viel. Das ist ganz gut, aber... Multiball. Ich mache immer noch gut Damage dann, ne? Nehmen wir Multiball. Dass wir überhaupt so weit gekommen sind, ist lächerlich. Dann können wir auch noch mit dem Multiball uns den Run komplett versauen.
meine, was soll denn schon passieren? Seht ihr, wir sind einfach Profis. Und weiter geht's. Genau das wollte ich machen. Also für das Geld wollte ich das machen. Natürlich. Kauf gleich einfach den ganzen Shop leer. Ich habe vergessen, dass ich hier ja den Crit brauche, zwingend. Ah, der Dingsbums Orb hat natürlich nicht viel Selbstdamage. Er hat nicht viel Damage selbst, so. Aber jetzt nalle ich nach und ihr könnt mir eh kein Damage anhaben. Nee, nicht zweimal zumindest. Fuck, hat er wirklich null Damage? Aber egal. Weiter geht's. Die Shops kommen erst da. Ich kann nur einen Shop hier unten mitnehmen. Kein Freund von dieser Map gerade. Ich hab den Weg zur. Verduplizieren doch nichts. Wir machen genauso weiter, wie wir angefangen haben. Schaffst du es rechtzeitig? Ja, gut. 6 Max HP ist okay. Ich nehme weiter die Fragezeichen. Ich hab's versucht. Au. Ich krieg echt viel Damage. Aber die kriegen auch alle viel Damage. Was ist jetzt besser? Ich weiß es tatsächlich nicht. Fahr mich nach links. Nice. War doch der Shop links, oder? Nicht aufgepasst natürlich. Ich heile mich eh hier nach. Ist gut. Nicht alle Bomben auf einmal auslösen. Danke. Wow. Das war ein richtig schlechter Schuss. Muss ich ja zugeben. Und die Bomben tun richtig weh. Ich weiß nicht, also... Vielleicht ist meine Strategie auch Bullshit. Ich weiß, das schreit ihr die ganze Zeit wahrscheinlich vor dem Bildschirm, dass das Bullshit ist, was ich hier mache. Aber ich find's lustig. Aber halt lustig gewinnt man keine Spiele, ne? Komm, heilen wir uns. Supermassor wäre richtig nice. Glaube ich. Weiß ich. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Greifen wir nach dem nächsten Orb. Ein Spiegelball. Der tut einfach das, was unsere aktuellen Bälle auch tun. Der verwandelt sich einfach in einen unserer Bälle. Nicht gut, weil wir haben dann einen Ball mehr, aber hey. Hat er 6 HP, wenn du nachlädst. Ja, da ich beides gleich aufmache. Etwas solide Heilung ist dann dabei. I guess. So, ich wäre jetzt glücklich, wenn ihr nicht so viele rote Bomben treffen würdet. Aber ihr dürft auch durchaus irgendwas treffen. Treffen wir eine rote Bombe und machen den ganzen jetzt hier. Machen Schluss mit dem Janzen. Oder auch nicht? Warum tut das Level so weh? Ich brauche dringend bessere Sachen. Nicht so viele rote. Hallo!
immer noch ein Rastball mit. Kann man im Zweifel nochmal upgraden. So, ich brauche 2 Geld. Hier sind 2 Geld. Ja. Nice. Habe ich 150, genau. So ist sicher Crit, sprengt Bomben nach nur einem Treffer. Brauchen wir nicht. Abprall anwenden ist gut. Spiegelball. Ist fine, I guess. Na doch. Wenn ich kann, nehme ich einen raus. Jetzt nicht sterben und gewinnen. Das heißt, einmal hochheilen. Und jetzt bitte Damage machen. Gesagt, bitte Damage machen. Ich mache nicht genug Damage. Ja, da wäre ein Crit gewesen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen hätte. Jetzt im Nachhinein, ja, hätte ich ihn getroffen. Ja, mehr Damage reicht nicht, oder? Doch. Ich weiß nicht, ob ich mich hier doch verheilen kann, ey. Nee. Ein Heilrelikt? Schwierig, schwierig, schwierig. Ach doch, ist ein guter Heal, ist ein guter Heal, ist ein guter Heal und ein guter Damage. Remember, wir treffen immer 2. Crit. Fuck! Das darf uns nicht passieren. Guter Heal, guter Heal. Nice. Guter Damage, guter Damage. Einige sterben hier jetzt direkt weg. Nice. Alter. Ach, scheiße. Ja! Hätte ich den... mit den viel HP mal getroffen. Ohne Witz, ich hätte nicht mal den Rastball wahrscheinlich mitnehmen müssen. Was war das denn für ein nicer Easy Run gerade? Guck mal, du bist fast heile, ne? Holen wir uns hier den letzten Damage. Ganz kurzes Screenshot von gemacht. Neue Orbs, also Eisroute war MVP. Also wirklich, muss ich sagen, Eisroute war MVP. Das war's aber auch diese Woche wieder von mir und Peklin. Und diese Woche geht's wieder weiter mit Ford Stacklands und Peklin. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Vielleicht auch in der Reihenfolge, wir werden sehen. Haut da rein, bye bye.